Zwentmarkt in der Villa Martini. Die Bewohner der Seniorenresistenz und die tagesbetreuten Personen beginnen bereits im August mit den ersten Vorbereitungen für den Adventmarkt. Der Weihnachtsschmuck, den man auch kaufen kann, wird erst in der letzten Woche vor dem Markt angefertigt. An diesem ersten Tag des Adventmarktes gab es auch Mehlspeisen und Langosch. Bis Weihnachten haben Sie noch die Gelegenheit, in der Villa Martini in Mattersburg vorbeizukommen und eines oder mehrere der vielen schönen Werke zu erwerben. Romente ist in der Villa Martini auch mit einem Stand vertreten, wo Sie ebenfalls bis Weihnachten ein wenig für einen wichtigen sozialen Zweck selbstgebasteltes kaufen können. Wie voriges Jahr, heuer ist wieder ein schöner Weihnachtsmarkt bei euch in Villa Martini. Wie ist das für die Bewohner? Freuen Sie drauf? Machen das gerne? Ja, die Bewohner freuen sich sehr drauf. Es kommen sehr viele Angehörige, Bewohner aus Mattersburg. Du kriegst Besuch, es ist ein bisschen was los. Und sie basteln ja auch mit und macht ihnen sehr viel Spaß, wenn das jedes Jahr einmal ist. Ab wann beginnen die zu basteln? Ja, wir beginnen schon im Sommer mit gewissen Dingen, mit Kräutersalzen und den Weihnachtsschmuck machen wir erst in der letzten Woche. Mit dem Tannenzweigerl können sie nicht mehr so gut umgehen, aber so schmücken helfen und alles andere ausschmücken, das machen sie gerne. Und macht ihr nur heute oder dauert das mehrere Tage? Das haben wir nur heute. Also den Adventmarkt haben wir nur heute. Ansonsten verkaufen wir bis Weihnachten so Geschenke. Kann man jederzeit reinkommen, verkaufen wir. Nicht nur das Villa Martini, so schöne Ausstellung und die Weihnachtsmarkt macht, sondern wir haben entdeckt, Promente ist auch dabei und viele andere Sachen liegen am Tisch. Und damit denke ich, Sie werden uns jetzt erklären, was alles so dabei ist. Ja, wir haben auch heuer den Mattersburger Kunstkalender, wo Künstlerinnen und Künstler ein Bild gespendet haben. Diese Bilder, die Originalbilder, werden jetzt verlost. Und diese Lose gilt es jetzt fleißig zu kaufen, damit die SP Mattersburg auch Promente gut unterstützen kann. Wir haben sehr, sehr viele schöne Bilder. Das Los kostet 2 Euro und die Verlosung findet am 1. Dezember um 19 Uhr im neuen Promente-Haus in Mattersburg. Ich würde mich freuen, wenn wir sehr viele Besucher haben. Sie als Tagesbetreuerin, wie ist das mit dir? Was können wir Sie verstehen unter Tagesbetreuung? Die Tagesgäste kommen in der Früh zu uns ins Haus, von Montag bis Freitag, haben die Möglichkeit, den ganzen Tag eigentlich in einer familiären Umgebung sie zu fühlen. Wir geben ihnen Beschäftigung über ein eigenes Programm, ein Wochenprogramm von Montag bis Freitag, das dann individuell an die Bewohner abgestimmt wird, wenn sie es ein bisschen ändern wollen. Und damit sie sich nicht einsam und verlassen fühlen, beziehungsweise dass sie der Zeit noch einen Wert und einen Sinn geben. Es ist ganz toll, eine Tagesbetreuung zu besuchen, die natürlich ganz, ich sage jetzt einmal, außergewöhnlich von der Landesregierung gefördert wird. Das wissen viele Menschen nicht, vor allem Menschen mit einem geringeren Einkommen wissen gar nicht, wie toll das ist, dass ich sage, ich kann mir das leisten, alt werden und trotzdem zu Hause wohnen und an der Zeit einen Sinn geben und nicht alleine und einsam zu verweilen, sagen wir. Und heute ist das sozusagen Weihnachtsmarkttag hier in Villa Martini. Die Tagesbetreuung, die Klienten, haben die auch mitgemacht bei Basel? Ja, alles ist natürlich nicht möglich, weil der alte Mensch doch schon viel verlernt hat. Aber zum Beispiel so einen Salzteig zu machen oder Kekse auszustechen oder Häkelarbeiten zu machen, das ist eigentlich was möglich ist. Die Männer habe ich leider sind nicht so in der Beschäftigung drinnen, wobei aber Malen schon ein Thema ist, weil Malen für die Seele, das ist sehr toll für alte Menschen und speziell halt auch, ich habe gesagt, ich habe einen Mann, der gerne malen tut. Und das ist, ich sage jetzt eine Möglichkeit, sich so selbst zur Ruhe zu kommen. Das heißt, solche Sachen zum Machen oder was Ähnliches ist immer gut für die Klienten?
Ja, erstens einmal, sie vergessen ihren eigenen Alltag, die Sorgen, die sie natürlich, die sie auch oft haben, das ist eh ganz logisch, aber man kann darüber sprechen oder wenn man jetzt zum Beispiel einen Angehörigen verliert, oft ist es so die Generation, wie gehe ich mit dem Tod um, über das sprechen wir offen und ehrlich, weil das ja sehr wichtig ist, weil wir alle ja irgendwann uns damit auseinandersetzen und das ist zum Beispiel wichtig, dass sie ihre Sorgen und Ängste auch bei mir loswerden können und das Kindergruppe haben wir eben die Möglichkeit oder ja, das ist wie es gewünscht wird. Die Tagesbetreuung, wenn ich jetzt das vielleicht ein bisschen erwähnen darf, wie das jetzt abläuft, die Klienten kommen in der Früh, Kinder frühstücken, wir haben dann einen Treffpunkt in der Tagesbetreuung, eine eigene, in einem geschützten Umfeld, das heißt von 10 bis halb 12 haben wir zum Beispiel am Montag Gymnastik, wenn ich jetzt das nur erwähnen will, wir haben am Mittwoch die Messe, wir haben ein Gedächtnistraining, also jeden Tag was anderes, da habe ich ein Programm und das können sie dann auf diesem Programm runterlesen und ja, jede Woche sind andere Ziele gesetzt, wobei jetzt der Schwerpunkt auf diesen Adventmarkt bezogen war und Kekse backen, das ist was, allein nicht der Duft, alles miteinander, das gefällt den alten Damen sowieso. Natürlich schmausen und verspeisen auch. Und zum Schluss hätte ich noch eine Frage, gibt es eigene Weihnachtsfeier dann für die Tagesbetreuung? Für die Tagesbetreuung, wir machen es uns bequem, also gemütlich, die Tagesbetreuung gehört aber zum Haus jetzt da und zu uns dazu. Wir machen eigentlich für das ganze Haus die Weihnachtsfeier, die ganz kurz vor Weihnachten stattfindet, mit den Angehörigen, sofern sie es möchten. Wobei das mein Anliegen ist es schon, wenn ich Mutter in einem Pflegeheim habe, ob sie jetzt Tagesgäste sind oder die Bewohner, die jetzt bei uns hier wohnen im Haus. Weihnachten ist aber Familienfest und da gehören die Familienleute dazu und da würde ich mir wünschen, dass mehr Kinder oder je nachdem, wer noch von der Familie da ist, dass sie die bei uns melden und mit ihren eigenen Verwandten ein Fest feiern können. Naja, in dem, dass er jetzt beginnt Adventszeit, können die Wünsche in Erfüllung gehen. Ich sage, ich danke für die Interview und wünsche frohe Weihnachten. Danke, ich wünsche auch alles Gute und natürlich Gesundheit und dass wir alle aktiv alt werden können. Gut.